Vespresso. Einen wunderschönen guten Morgen zum heutigen Vespresso. Durchfall kann beim Tier tatsächlich immer mal wieder vorkommen. Und dann ist natürlich die Frage, was steckt dahinter? Es ist ja nur ein Symptom, es ist ja keine Diagnose, keine Krankheit. Es ist ein Symptom. Hier will dir irgendeine Stelle im Körper deines Tieres ein Zeichen geben, dass da was nicht stimmt. Die meisten, die mit Durchfall zu tun haben, sagen, naja, das ist vielleicht eine Magen-Darm-Verstimmung und unterstützen dann mit irgendwelchen Hausmittelchen, die da im Regal stehen. Das ist auch in erster Instanz sicherlich gut und richtig, aber du solltest es trotzdem im Blick haben. Denn natürlich kann es eine Magen-Darm-Verstimmung sein, die man mit Schonkost in den Griff bekommt. Es kann allerdings auch sein, dass vielleicht ein parasitärer Befall dahinter steckt. Und deswegen empfehlen wir dir, dass du in jedem Fall eine Sammelprobe, Kot, also an 3 Tagen sammeln, beim Tierarzt abgibst und diese auf Parasiten untersuchen lässt. Dass du wirklich auf der sicheren Seite sein kannst, kein parasitärer Befall steckt dahinter. Bei den Kaninchen ist es oft so, dass wenn sie Durchfall haben, also der Kot wirklich sehr, sehr weich ist und je länger das anhält, sich Darmparasiten aber auch gerne schnell ausbreiten. Das heißt, hier finden wir bei einer Sammelprobe sehr oft Hefen im Stuhl oder beziehungsweise in der Kotprobe. Und wir finden auch oft Kokzidien darin, die dann in kleinem Maße unter Umständen nur ja, entdeckt werden. Na, oft ist das aber so ein nicht Hauptschauplatz, sondern auch oft ein Nebenschauplatz, weil das Problem an ganz anderer Stelle sitzt. Bei Kaninchen musst du wissen, wenn die schlecht kauen und zu große Partikel schlucken, vielleicht auch zu stärkehaltiges Futter erhalten, die Darmflora irgendwann die Grätsche macht. Und dann kommt es eher zu Durchfall, zu Symptomen der Verdauung und natürlich auch zu diesen negativen, unliebsamen Mitbewohnern im Darm, die man ansonsten gut in den Griff hätte, wenn es der Darmflora gut gehen würde. Also da kann es sein, dass das Thema parasitärer Befall beim Kaninchen ein Nebenschauplatz ist. Lass also da immer, wenn Durchfall im Spiel ist, du eine Kotprobe abgegeben hast, auch die Zähne checken. Ganz wichtig, das gilt auch für Meerschweinchen. Bei Katzen und Hunden haben wir das Thema dann eher nicht, dass da was beim Zahnapparat ist. Aber natürlich kann es auch hier sein, gerade wenn es Freigängerkatzen sind oder auch natürlich Hunde, die sind ja schließlich auch draußen unterwegs, dass die sich was eingefangen haben. Giardien oder Würmer. Das ist einfach möglich, dass der Hund draußen irgendeiner Spur gefolgt ist und leider irgendeinen Mist aufgenommen hat. Also da finden wir es durchaus wichtig, dass wenn der Durchfall oder der weiche Kot bleibt, in jedem Fall eine Sammelprobe abgegeben wird. Und natürlich kann es auch sein, dass dein Tier irgendeinen Nährstoff aus der Nahrung nicht richtig verwertet oder Nahrung nicht richtig verwertet, eine Art Allergie zeigt, dass also Durchfall ein Allergiesymptom darstellt, weil die Darmflora nicht richtig arbeiten kann, weil ihr vielleicht die richtigen Bakterien fehlen, dass sie vielleicht unausgeglichen ist. Also Futtermittelallergien kommen mittlerweile bei den Tieren, insbesondere bei Hund und Katze, gar nicht mehr so selten vor. Die Diagnose, mein Tier hat eine Futtermittelallergie, ist oft aber auch eine schöne Ausrede. Also ja, ein schönes Statement. Hat eine Futtermittelallergie, bekommt Spezialkost, seitdem ist Ruhe. Weil man sich gar nicht tiefer mit der Verdauung beschäftigen möchte. Und da möchten wir an dieser Stelle heute in unseren ganz kurzen Minuten des Montagmorgens an dich appellieren. Speise das ganze Thema nicht einfach so ab. Schau, dass du herausfindest, worauf reagiert dein Tier? Welcher Mitspieler in der Verdauung arbeitet vielleicht nicht so, wie er soll? Und was kann ich dafür tun? Und das kann man tatsächlich mit ganz wenigen Mitteln, mit einem ganz kleinen Fahrplan gut in den Griff bekommen. Aber man braucht Zeit, man braucht Geduld. Da steckt sicherlich auch einiges dahinter, was du zu Hause umsetzen musst. Aber es ist nicht unmöglich. Und
die meisten Sensitive-Futter, die wir so finden, sind auch nicht ohne. Was, wenn ein Tier das dann irgendwann auch nicht mehr bei sich behält oder verträgt? Dann ja, stehst du vor dem nächsten Problem. Deswegen schau einfach, dass du dich mit der Verdauung deines Tieres auseinandersetzt, dass du dir auch so ein bisschen Gedanken über die Darmflora machst, ne? Guck auch, dass du öfters mal eine Kotprobe ins Labor gibst, um herauszufinden, sind Parasiten im Spiel, ne, auf die man eingehen muss. Das sind alles so Dinge, die unglaublich wichtig sind. Und ganz toll, man kann wirklich über das Futter auch gute Darmbakterien anfüttern, nämlich wenn spezielle Inhalte im Futter drin sind, zum Beispiel Inulin. Das ist ein mega tolles Futter für die Darmbakterien, für die positive Darmflora. Und das Coole ist, liebe Kaninchen und Meerschweinchen, Freunde, die zuhören, ihr müsst es nicht zwingend extra geben, denn wenn ihr Topinambur oder auch Löwenzahn füttert, ist da schon eine Menge Inulin drin. Also unsere Kaninchen und auch die Meerschweinchen sind super schlau, denn die lieben tatsächlich wirklich Löwenzahn. Also ich kenne kein Kaninchen, kein Meerschweinchen, was das nicht liebt. Von dem her sehr schlau, dass die Tiere da so einen Hochgenuss auf so etwas Blättriges haben und damit eben auch der Darmflora Gutes tun. Wir wünschen dir eine wunderschöne Woche und sagen bis bald zum nächsten Vispresso. Vispresso wurde dir präsentiert von Tierisches Wissen.